Zur Nutzung von Sensory Circles in der Software IFX für die erste Stufe des Lernprozesses benötigen Sie in TD Control den vereinfachten dauerhaften Modus. Sollte dieser nicht von Beginn an aktiviert sein, gehen Sie in die Einstellungen, dort auf die zweite Seite und unter Anwendungsmodus können Sie den vereinfachten Modus auswählen und auch festlegen, dass dieser direkt beim Starten von TD Control ausgeführt wird. Nun haben Sie unterhalb des Bildschirms die Möglichkeit, in den vereinfachten dauerhaften Modus zu wechseln und haben nun einfach nur eine Visualisierung des Blickes innerhalb eines kleinen Kreises. Diesen Kreis können Sie auch noch deaktivieren, sodass dieser gar nicht zu sehen ist. Führen Sie nun Sensory Circles auf und Sie können nun die ersten Ursache-Wirkungsübungen auf dem Bildschirm fehlerfrei durchführen.